Es ist für mich gerade unvorstellbar, dass Millionen von Menschen jetzt gerade in diesem Moment auf der Flucht sind oder in ihrer Heimat einfach nicht sicher sind. Amal ist auf der Flucht und sie geht zu Fuß. Sie sucht ein neues Zuhause und sie geht 8000 Kilometer zu Fuß. Ich war selbst 7, als ich nach Deutschland kam. Ich hatte eine 6-monatige Flucht hinter mir mit meiner Familie. Ich wusste nicht, was kommt denn auf mich zu. I see racism every day and everywhere. And it doesn't matter that I'm in my country or I'm in Germany. Die Projektteilnehmer sind in einer ganz besonderen Situation. Sie bringen eine Geschichte mit, die sehr viel mit Gewalt zu tun hat. Sie sind oft suizidgefährdet, haben vielleicht auch schon den einen oder anderen Versuch hinter sich und müssen ganz persönlich aufgefangen werden.